Ein wunderschönes Hallo bei Far Cry 5. Ich sehe gerade, ruckelt's nicht. Ich muss hier mal ausprobieren, ich bin immer noch in der Findungsphase quasi, ne? Ich will halt irgendwas mit Medien machen. Nein, also mit den Grafikeinstellungen muss man halt leider nochmal schauen. Ich weiß nicht, ob es am Netzwerk liegt, ob es an den Grafikeinstellungen... Ja, Gefangenentransport! Ja, der ist zu weit weg. Ja. Ob es daran liegt, da muss man halt mal schauen, logischerweise. Hat halt verschiedene Gründe. Ich hole den Gefangenentransport, lass mich. Ich bin in der Findungsphase. Ja. Nee, das geht tatsächlich. Cool. Wir haben ja zuletzt den Koch umgeschnatzt. Und da aber das Ding selbst kein, wie soll man das sagen, kein Safe Point war oder keine Basis, wurde halt die nächste genommen und die ist halt am Fuß eins weiter unten. Ganz toll. Ich glaube, das war nicht so Sinn der Sache. Nein. Du sollst vorne den Fahrer umbringen, nicht hinten die Insassen. Ja, ich dachte, ich könnte von der Seite reinschießen, aber das hat nicht geklappt. Steig ein, dann können wir es vielleicht noch holen. Bist du? Ja. Was war das? Ich habe aus Versehen deine Scheibe kaputt geschossen. Sehr gut. Den haben wir noch bekommen. Ah, ich glaube, den Gefangenentransport kriegen wir noch mal. Oh. Nee, ich glaube, der ist weg. Ich weiß auch nicht, ab wann der despawnt. Oder so. Ich habe tatsächlich das Gefühl im Kontrollbildschirm, dass das hier stärker ruckelt. Hast du... Hä? Du hast gerade Zivilisten befreit? War das der Transporter? Nee. Nee, das war im Vorbeifahren jemand. Oh, neues Jagdgebiet, Bison. Oh, kannst du mal links ja zur Brücke da fahren? Ja, runter, ne? Links, nein, nicht runter, einfach dich da dran stellen. Ach so. Ja, noch ein bisschen, ja, genau, danke. So, denkt doch einer mit. Es müsste gleich ein Boot kommen. Ein Boot. Ach, das ja. Boot. Da habe ich gar nichts mehr abzuschießen. Ja, sehr gut, habe ich alles alleine gemacht. Vorräte zerstört. Wo schießen die denn hin? Das habe ich auch schon mal gehabt, dass Gegner wie bescheuert in den Himmel schießen. Ich weiß nicht, was sie da sehen. Die werden gerade von einem Bär angegriffen. Ach so, und der kann fliegen. Scheinbar, ja. Hier ist ein Vorrats-LKW für dich, Achtung. Ah ja, sehr gut. Ich fahre dir mal vor. Wo haben wir denn hier jetzt? Da. Immer schönes drin. Oh! Was denn? Ist okay. Ah, eine Bazooka, okay. Hat er jetzt gar nicht gesehen, toll. Wow, was macht denn der da? Ja, der Abschleppwagen hat unser Auto ein bisschen gedamaged. Guck mal zum Abschleppwagen. Da. Ach so, ja. Ja, schön. Kommt gar nicht bis dahin. Ja. Sag mal, die haben. Sind die denn bescheuert? Oder? Sag doch, also, das ist wirklich. Das ist immer noch der Bär. Park KI, wie man sie kennt. Ja. So, warte mal, ich habe gerade hier noch ein anderes Maus. Ach, ich bin ja super vorbereitet. Da ist der Bär, da sind die Idioten. Ja, natürlich, wenn ich da einen Bär habe, schieße ich im 45-Grad-Winkel nach oben. Nicht direkt drauf, ja. Das wäre jetzt zu einfach. Oh, was haben wir da? Irgendeinen Jackhirsch-Elch. Du machst da jetzt gerade mit. Ja, super. Ich hab's nochmal erlöst von ihrem Problem. Ging das auf die Distanz? Ja, klar, mit dem Ding hier. Oh. Fuck, wo steckt das denn jetzt gerade? Komm mal her! Komm mal her! Was machst du denn da? Ich interessiere mich für die Flora und Fauna in diesem Land. Ey! Siehst du das? Hä? Ja. Steckt im Boden. Ja, kann ich das auch nochmal plündern? Warte, nee, das lebt noch. Ach so, ja dann. Da hab ich's jetzt erlöst. Aschebraten nennt man das ja auch, oder Grubgraben, ne? Wenn man das Fleisch zum Zubereiten... Oh! Ach, da ist es! Hi! Da taucht er auf, gefühlt. Aus der Unterwelt! Ja,
Der brennende Hirsch aus der Unterwelt. Oder Elch. Guck mal, was für ein schönes Das ist, jetzt das ist ein Rentier, glaube ich. Aber ja. Ja, Elch, Rentier, Hirsch. Das ist ein Devil Reindeer. Oh, da ist noch eins im Boden. Warte. Das ist gerade in den Boden gesumpft. Vielleicht kommt es auch gleich wieder hoch. Da ist es. Vor allem faucht es dann auch noch so. Verbranntes Fleisch, beschädigte Haut. Ach komm. Ja, cool. Echt, selbst zum Jagen ist er zu dumm. Ja gut, wenn man auch mit dem jagt, was ich hier habe. Musst du ja nicht. Ah, da habe ich ein Schild. Moment, da kann ich sehen, was ich gerade erlegt habe. Karibu! Okay. Dann eben ein Karibu. Okay, was wollen wir machen? Du hast jetzt da jetzt eine Flammenwerfer aus dem LKW geholt? Ja. Ich schnapp eine Bazooka aus dem Auto. Ja, die habe ich da hingelegt, anstelle des Flammenwerfers. So. Ah ja, macht Sinn. Ah, okay. Wobei ich dachte, wir können jetzt beide das gleiche looten. Ach man, das ist jedes Mal anders irgendwie. Nee, also wenn's quasi Boxen sind, in der Form von Kisten, Leichen oder sonst was, können wir das beide looten. Wenn es Gegenstände auf dem Boden sind, können das jeweils nur einer looten. Na dann. So habe ich das zumindest bis jetzt wahrgenommen. Also, wir haben Herc Drama Senior und Dr. Sarah Perkins noch. Ah ja. Oder Todeswunsch. Okay, das sind jetzt die andere nochmal. Gefängnis von Hope County, Todeswunsch oder False End? Was sagst du? Gefängnis. Auf der Karte, bis sie weiter weg ist, würde ich sagen. Auf der Karte weiter weg. Dann das hier. Gefängnis Hope Country ist vielleicht eine gute Idee. Das ist am nächsten dran auf der Karte. Ja. Ich weiß noch nicht, ob das Story ist. Doch, Story-Mission. Na dann. Wir hätten auch noch Nebenmissionen, die mal einige machen könnten. Sektenposten, Garnier Verpackungsanlage, US Auto. US Auto? Das klingt ja auch okay. Das sehen wir dann noch auf dem Weg bis dahin, würde ich sagen. Hm. Aber wie können wir das denn jetzt, kann ich das denn jetzt anklicken? Dass ich da hin möchte. Klatschnox, das ist Nebenmission. Hä? Ich dachte, ich kann im Logbuch. Ah, jetzt. Nee, ich wollte das hier machen. Hm? Oh, okay, verdammt, das ist. Verdammt! Hallo? Verdammt! Hallo? Hier ist Snake Rai! Die Sekte steht vor unserer Tür. Ich glaube, die wollen mein Flugzeug. Wir halten nicht mehr lange durch. Was machst du da? Da war gerade eine Voice-Meldung. Hä? Ich verstehe es nicht. Wie kann ich denn das eigentlich einfach mal... Ah, jetzt... Oh, nee. Guck mal, was hier gleich langkommt. Ja, ich gehe mal wieder raus. Oh. Hä? Bisons. Das heißt Bisen. Ach so. Ja, genau. Renn durch das Auto. Können die. Die schmeißen alles um. Achtung. Das ist ihm, glaube ich, ziemlich egal. Ja, ich glaube auch. Dann, ich glaube, du musst mal schauen, ob du da irgendwie auf der Karte die Mission verfolgen kannst. Ich krieg's irgendwie nicht ordentlich gebacken. Welche Mission verfolgen? Eine, die wir haben wollen. Oh. Also ich habe jetzt... Ich habe jetzt das Gefängnis markiert. Ah, also kannst nur du das scheinbar machen. Ich eben nicht. Du kannst echt gar nichts. Nö, hier nicht. Und warum kann ich... Ah, jetzt ist das weg. Okay. Ja gut, dann fahren wir doch hin. Ja, wollen wir das Auto nehmen hier? Das qualmt so schön. Nee, das qualmt mir zu sehr. Ich bin nicht Raucherfahrer. Okay. Dann los. Ist er doch schon da? Ja. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Achso, doch dahin. Ja, okay. Ach, schöne Musik. Nächster Radiosender. Oh, da ist echt die Frage wegen GEMA mal wieder. Ja. Müsste man mal schauen. Ich habe tatsächlich auch schon... Oh, oh, hier, da, da. Das bringt da nichts mehr. Überfahren sind sie kaum noch was echt? Wert. Ja, kannst du mal ausprobieren. Muss ich mir mal angucken. Wo ist das denn jetzt überhaupt? Verbrannt übrigens auch nicht, ne? Ah, habe ich schon halb gemerkt. Geschieht dieser Roadkill-Fleisch... Ach, komm. Weißt du, da beim Metzger holst du dir Fleisch, was dann noch ein Mords mit dem Hammer bearbeiten muss, und das hier ist jetzt nicht gut genug. Nur weil es mit der Motorhaube bearbeitet wurde. Kannst du den noch hochjagen?
Räumer oder nicht? Danke, das sind direkt neben den. Ja, dann fahr zurück. Achso, da ist noch. Oh, da ist noch einer drin. Bleib direkt neben dem da stehen, der da. Ja, ich glaube, die kriegen wir nicht mehr. Ach, oder? Warte mal. Ja, ja. Was bringt der hier ab? Okay, so hat geht's auch. Geklappt, oder? Ja, gut. Ich hab vergessen, dass du die Bazooka hast. Und jetzt das Auto da vorne, was dann auch rumstand, oder? Ja, das war aber nur eine normale LKW. Ah, okay. Das heißt, wir haben's. Ja, wir haben's. Der LKW ist auch despawned. Ja, das ist, so wichtig kann er nicht gewesen sein. Ja. Was ist ja, das schön. Denn? Was müssen wir denn jetzt machen? Gefängnis befreien vermutlich. Ja. Ich glaube, wir sind falsch gefahren. Nein, wir fahren gerade falsch. Ich dachte, ich könnte abkürzen. Viel Spaß da unten. Ich muss mal ein neues Auto holen. So, auf geht's! Nur so als Tipp, Straßen sind in den Bergen nicht umsonst da. Meistens, oh, weil man die Berge sonst runterfährt. Partner wurde entdeckt. Hä? Was ist denn jetzt los? What's Musik? Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen mehr zu tun als sonst. Ja, du vielleicht, ich nicht. Ach, ich komme mal zu dir. So. Zum Glück habe ich ach, ja hier da den... Ach, da schießt einer Brandpfeile, deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen Action geladen. Ah. Ne? Den kannst du gerne übernehmen, weil ich bin gerade kurz down. Du bist down? Jetzt geht's wieder. Nee. Ich plündere hier mal die Leute. Ich hab nen bissiges Tier am Arsch. Ja. Ah, autsch, 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 das zittert hier rum. Was ist denn das für ein Vieh? Weiß ich nicht, jetzt ist es weg, da ist es. Oh, 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 oh. Da kommt ein Elch. Siehst du das? Ja, ja. Nee, ich weiß nicht genau. Also ich hab gesehen, wie der Auto nicht. Der LKW, der packt grad voll rum. Achso. Nee, das hab ich dann nicht gesehen. Oh, wei, wei, wei. Kann ich da einsteigen? Na toll, du wirst gejagt. Was ist das denn jetzt? Keine Ahnung. Komische Musik. Steigt doch mal ein, da ist der Gefangenentransporter. Oh, 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 oh. Ich hab, warum habe ich ein Bein? Ja, ich habe ein Pfeil im Bein. Ich auch. Ich glaube, das soll so. Na toll. Hä? Ja, okay, jetzt Story wieder, oder wie? Keine Ahnung. Video. Psst. Oh ne, Ladebildschirm. Psst. Ich wollte gerade sagen. Ist besser geflohen. Die Welt ist schwach. Weich. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos, schwach, kraftlos, verseucht. Wir lassen die Schwachen die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die
die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Töte das letzte Ziel, bevor die Zeit abläuft. Ja, mit was? Oh. Achso, die da. Hat's geklappt bei dir? Ich glaube, ja. Bei mir ist es gut, du bist schwach. Ja, bei mir auch. Ah. Dann hat das nicht geklappt. Ja, ich hab das mal für dich erledigt hier. Ja, super. Hier, komm. Gehen wir hier mal lang, ne? Gehen wir nochmal lang. Ich weiß nicht, was das hier sein soll, auf einmal wieder. Ich auch nicht. Da oben links. Danke. Hab ich. Gut. Dünn die Herde aus. So, jetzt müssen wir hier wohl ein bisschen durchrushen. Wir haben noch 45 Sekunden. Links. War da was? Ne, einfach nur eine Waffe. Gehst du links, ich gehe rechts? Ja. Da war einer. Okay. Da war noch einer. Bei mir ist einer. Da brennt's bei dir. Okay. Super. Neue Waffe. Können wir überlegen, ob wir die tauschen wollen. Nehmen wir, mach schnell. Ich gehe jetzt auf Distanz. Ich weiß nicht, wo ich gesehen werde. Oben die Pfeile, ich sehe es aber nicht. Links, links. Oh. Die Herde keulen. Der ist weg. Rechts. Ah. Ja, opfere die Schwachen. Gerade durch, ne? Ich denke auch. Nachladen nicht vergessen. Ja, hab ich. Nehmen wir einfach die Waffen, die vorgegeben sind. Hier oben links. Ich glaube auch. Kenne deine Aufgabe. Oben rechts. Wasser? Hab ich, ja. Ich glaube, wir müssen hier lang. Nochmal was oben. Da. Ja. Gut. 22. Ja. Da wo springen. Immer weiter. Hab ich. Wo lange? Da lang. Ich rüber. Durchs Fenster, ja? Ja, vielleicht. Hier rein. Genau. Ah ja, okay. Ja, was ist das denn auf einmal? Wir saßen tagelang im eigenen Dreck. Walker, mach ein paar Fenster auf. Yes, Sir. Schreibt mal jemand diese Musik aus. Gott, das ist Sully. Wann haben sie den geschnappt? Warum tun wir uns das überhaupt an? Die sind alle tot. Prüf sie trotzdem. Warum muss ich immer die Leichen checken? Ach du Scheiße! Was? Oh fuck! Er lebt! Walker, los, hol den Truck! Yes, Sir! Oh mein Gott, es tut mir so leid! Pass mal mit an, Junge! Eli, wer ist das? Yep. Was verdammt macht der Deputy hier? Jacob hat ihn genauso lieb wie uns. Jetzt wird alles gut, du Held. Die Whitetails retten dich. Bringen wir ihn zu Wolfsdam? Wohin sonst? Tammy wird nicht begeistert sein. Sorg dich nicht wegen Tammy, das wird schon. Na okay, ja. Scheinbar haben wir jetzt irgendwie... Oh, jetzt geht's weiter, ne? Ja. Oh. Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Wheatie und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm. Und es ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen?
Ihn sterben lassen? Sammy. Er war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht. Aber du nicht. Du kannst ihm nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich, aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion. Wir brauchen ihn. Das ist alles, was zählt. Verstanden? Hattest recht, die hat's ganz locker genommen. Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich. Ruh dich erstmal aus. Hey, Alter! Ja, doch. So. Ich geb dir mal Munition. Ah. Die Welt ist schwach. Ja. Wir haben beide zu zweit auf dem Sofa geschlafen. Vermutlich. War gar nicht unbequem, ja. Ja, okay. Dann haben wir jetzt vermutlich einfach dadurch, dass wir da langgelaufen sind, irgendwie Story getriggert. Ja. Geh zu Eli. Hör mal gut zu. Und ja. Auch eine interessante Möglichkeit, aber das, ich weiß nicht warum, ob es einfach nur bei dem Spiel so ist, dass es mich stört, oder ob es mich auch unabhängig von dem Spiel stören würde, dass einfach so viel Story reingepackt wird und man irgendwie nichts machen kann und da kommt noch was gekleckert und noch was gekleckert. Es ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Weiß auch nicht, es ist halt irgendwie... Immer mit der Gießkanne irgendwie die Atmosphäre, ne? Also ja, eine Zeit lang nichts, dann bist du draußen, nur dumme KI. Ja. Und dann auf einmal mit der Gießkanne eine Wahnsinns-Story, also zumindest der Versuch irgendwie von einer Wahnsinns-Story, so ganz epische Ereignisse, ganz dramatische Erzählungen und so weiter, ne? So schon fast so ein bisschen Warporn und so weiter draufgepackt und alles, ne? Ja. Um dann halt... einen genauso dumm wieder dann stehen zu lassen. Und dann denkst du, ja, schön. Ja, genau, vielleicht ist es das. Hier drüben kannst du Wurfmesser und Gedöns aufnehmen. Ja. Ja, also, da hast du es, glaube ich, gut zusammengefasst. Es ist halt nicht balanciert einfach. Naja. Na gut, dann müssen wir mal schauen, wo wir jetzt hier überhaupt sind, wer wir überhaupt sind, was wir überhaupt machen sollen und warum der Typ da sein Mikrofon so komisch hält. Aber naja, werden wir auch noch herausfinden. Sein. Ja. Also, vielen Dank fürs Schauen, euer Kaffaun.